Häufig wissen nur Lohnbuchhalter, was es bedeutet, die handschriftlichen Stundenzettel der Arbeiter und Monteure manuell einzupflegen. Je nachdem, welche betrieblichen Regelungen für die Arbeitszeiten und Auswärtstätigkeiten gelten, kann dies eine ganz schöne Sisyphusarbeit sein. Im folgenden Film sehen Sie ein konkretes Beispiel, was ein Lohnbuchhalter tun muss, wenn er die Stunden eines Anlagemechanikers einpflegt und wie dieser Vorgang durch Wirtig vereinfacht wird. Moritz Wagner ist Anlagentechniker. Er fährt zu wechselnden Baustellen und wartet dort technische Anlagen. In dieser Woche ist er zunächst mehrere Tage bei einem Kunden in Osnabrück, dann fährt er zu einem Kunden in den Niederlanden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat er noch einen Bereitschaftseinsatz. Seine Arbeitszeiten, seine gefahrenen Kilometer und die Übernachtungen hat er auf seinem Stundenzettel notiert. In der Lohnbuchhaltung wird sein Stundenzettel nun akkurat gemäß der Betriebsvereinbarung seines Unternehmens ausgewertet. Zuerst werden die Arbeitsstunden und Fahrzeiten ermittelt. Dabei werden auch die Zeiten der Nacht- und Sonntagsarbeit berechnet. Die Lohnarten werden aufgelistet. Bei den privat gefahrenen Kilometern wird ein Fehler gefunden und korrigiert. Die Firma zahlt 12 Cent je Kilometer, also 93,36. Es verbleiben 140,04, die möglicherweise für steuerfreie Abzüge genutzt werden können. Für die Auslöseberechnung werden zunächst die Abwesenheitszeiten notiert. Nun werden die Auslösebeträge aus der Betriebsvereinbarung mit den gesetzlichen Sätzen für Verpflegung und Übernachtung zusammengestellt. Es folgt die steuerliche Optimierung. Die 26 Euro, die eigentlich zu versteuern wären, können mit dem Überhang aus den steuerfreien Fahrtkostenerstattungen verrechnet werden. Abschließend werden alle Kostenträger mit den ermittelten Zeiten und Kosten belastet. Im ersten Teil des Films haben Sie gesehen, wie aufwendig, zeitraubend und sicher auch fehleranfällig die manuelle Aufbereitung eines Stundenzettels sein kann. Im zweiten Teil dieses Films sehen Sie nun, wie einfach der gleiche Vorgang mit den identischen Daten ist, wenn man Wirtig einsetzt. Die automatisierte Datenverarbeitung in Wirtig sieht so aus. Sie wählen den Zeitraum, hier die Periode Januar 2014, wählen Stunden buchen und klicken auf Ausführen, Bericht erstellen. Nach wenigen Sekunden stehen Ihnen Stundenzettel, Reisekostenabrechnung und Baustellenzeiten sowie die Buchungssätze für den Export ins Lohnprogramm vollständig zur Verfügung. Im Stundenzettel werden unter anderem die Arbeits- und Fahrzeiten, die Überstunden und die Reisekosten ausgegeben. In der Reisekostenabrechnung werden Start und Ende jedes spesenrelevanten Zeitraums, das Reiseziel, der Belegtext und der Spesenbetrag ausgewiesen. Den Stundenzettel und die Reisekostenabrechnung kann Moritz Wagner in seinem persönlichen Wirtig-Konto jederzeit abrufen. Der Bericht Baustellenzeiten kumuliert die verschiedenen Zeitarten auf den besuchten Baustellen. Die Buchungssätze können heruntergeladen oder über die Wirtig Web Services automatisiert in Ihr Lohnprogramm übergeben werden. Bei den automatischen Berechnungen werden alle gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Arbeitszeit-, Vergütungs- und Reisekostenregeln berücksichtigt, die in Ihrem Unternehmen gelten. Damit Wirtig die Zeiten automatisch verarbeiten kann, erfasst Moritz Wagner seine Arbeitszeiten über sein Smartphone. Hierzu genügen bereits wenige Klicks. Am Montag hat er gegen 5.40 Uhr die Anfahrt zum Kunden Müller mit 2 Klicks erfasst. Um 8 Uhr hat er den Arbeitsbeginn beim Kunden gestempelt. Gegen Mittag hat er eine Pause gemacht und um 3:30 ist er ins Hotel gefahren. Damit sind alle Buchungen des Tages erledigt. Am Dienstag fährt er wieder zum Kunden Müller. Damit die Übernachtung im Hotel korrekt verarbeitet wird, gibt er nun ein, ob er gefrühstückt hat und welchen Betrag er ausgelegt hat. Aus diesen wenigen manuellen Eingaben des Mitarbeiters berechnet Wirtig automatisiert die Daten für die Lohn- und Reisekostenabrechnung. Alle anderen hierzu erforderlichen Informationen liegen im Wirtig-System vor oder können automatisiert berechnet oder ermittelt werden. Die Adressen der Arbeitsorte und des Firmensitzes sind hinterlegt und dienen beispielsweise der Ermittlung von Fahrtstrecken oder Entfernungszonen und damit der Berechnung von Auslösen oder zur Bestimmung der länderspezifischen Feiertage am Arbeitsort.
Die betrieblichen Arbeitszeit- und Vergütungsregeln sowie die Regeln für Auslösen und Fahrtkostenerstattungen sind detailliert im WIRTIC-System konfiguriert und werden automatisiert angewendet. Deshalb genügen mit WIRTIC etwa 6 Zeitstempel täglich für eine automatisierte, vollständige Lohn- und Reisekostenabrechnung.